ihr Lieben, hier ist wieder Steffen von Love in New York. Wie immer, ihr kennt das neue Format, möchte ich euch wieder mitnehmen, was diese Woche in New York los ist. Und es ist wieder einiges. Ich baue einen kleinen Spannungsbogen auf. Eins der Highlights kommt mit als allerletztes. Okay, worauf könnt ihr euch richtig freuen? Natürlich wisst ihr, es ist Weihnachtszeit. Also, wir waren bei der Rockefeller Tree Lighting Ceremony gestern gewesen. Das heißt, in dieser Woche könnt ihr euch das angucken. Es dürfte normal viel los sein. Das dürfte ganz entspannt sein. Genauso wie der Weihnachtsbaum, der strahlt volles Rohr am Bryant Park. An der Wall Street ist einer. Also da habt ihr eure tollen Weihnachtsmotive direkt vor der Nase. Was noch? Wie ihr vielleicht wisst aus einem unserer letzten Videos, waren wir in diesem tollen Spielzeugladen FAO, FAO. Ganz nostalgisch gemacht. Den gab es ewig lange, dann war er kurz zu. Jetzt ist er wieder offen. Ist direkt am Rockefeller Center. Dort könnt ihr auch unbedingt hingehen mit euren Kiddies. Das ist ganz, ganz schön. Was da aufgefallen ist, ist, dass die Windows, die Schaufenster unten, die man sieht an der Fifth Avenue, geschmückt sind. Was ist daran besonders? Ja, die haben den Laden gar nicht vermietet bekommen. Also an mehreren Stellen an der Fifth Avenue merkt man, okay, mit der Konjunktur scheint nicht alles komplett in Ordnung zu sein und es gibt tatsächlich leere Geschäfte an der Fifth Avenue, was jahrelang gar nicht erdenkbar war. Das ist jetzt so und das ist tatsächlich da im Rockefeller Center auch. Deswegen ist die komplette untere Etage schön weihnachtlich geschmückt, ganz toll gemacht, aber es gibt nicht wirklich einen Laden drin. Trotzdem könnt ihr reingehen und euch ein Stück Weihnachten fotografieren und mitnehmen. Was passiert noch diese Woche? Es gibt das Hello Panda Festival und das ist, glaube ich, richtig, richtig cool. Das ist im City Field und das ist das größte Laternenfest der USA. Also riesengroß und das ist in diesem Stadion City Field, wo, glaube ich, auch die Giants spielen. Stimmt, da waren wir beim Spiel auch schon dort gewesen. Super cool. Hello Panda heißt das, ist vom 6.12. bis 26.12. Für die Broadway-Fans unter euch ist der 9. wieder ganz interessant. Das ist gleich der Montag. Broadway Under the Stars ist wieder am Columbus Circle. Ich hatte das letzte Woche erwähnt. Diese Woche ist es wieder und zwar mit den Darstellern von Phantom der Oper und Wicked. Also richtig, richtig coole Player. Was kommt noch? Apropos Player, am 12.12. gibt es ein richtig cooles Basketballspiel. Das spielen die Brooklyn Nets gegen die Charlotte Hornets im Barclays Center. Also ich habe auch parallel geguckt, ob die Knicks spielen und so weiter und die Rangers, nee, da ist nichts Cooles dabei, aber die Brooklyn Nets spielen. Also wenn ihr Bock auf ein richtig cooles Basketballspiel haben wollt, eine richtig tolle Stimmung, ist ja 12.12. euer Tag. Am 14.12., das ist der Samstag, da sind gleich zwei richtig tolle Sachen. Es ist die SantaCon. Davon habt ihr bestimmt schon gehört, da ist die Hölle los auf dem Times Square, weil sich da tausende Menschen verkleiden als Santa Claus. Ist ein riesengroßes Event, also wenn ihr da in der Nähe seid, habt ihr ein paar richtig coole Fotomotive. Wie immer zu allen Sachen, die ich ja gerade nenne, packe ich euch die Links direkt unter das Video. Was ist noch am 14.12.? Da freuen wir uns schon drauf. Das Museum of Ice Cream opens. Warum auch immer ein Eismuseum im Dezember öffnet? Keine Ahnung, wäre im Sommer eigentlich viel cooler. Nichtsdestotrotz eröffnet jetzt am Samstag und wir haben Tickets für den 16. Das heißt, wir sind am Montag da und bringen euch da bestimmt auch ein Video mit. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Bilder. In der letzten Woche hatte ich angekündigt, dass im Brookfield Place am 9/11 Memorial, diese riesen Shopping Mall, das ist dort diese auch so eine Lichtershow gibt, dass die es das erste Mal gab. Wir waren jetzt auch da gewesen, ein paar Bilder verlinke ich auch mit in dem Beitrag, sodass ihr euch davon mal ein Bild machen könnt. Ist richtig schön, also ganz, ganz toll. Die Lichtershow ist immer von früh um 8 bis abends um 10 und zu jeder vollen Stunde solltet ihr dann da sein, weil dann gibt es noch ein ganz besonderes Special. Also ab zum Brookfield Place. Und wie ich schon erwähnt habe, überall ist Weihnachten, die Holiday Markets sind offen, die ganzen Christmas Trees stehen und werdet sozusagen die volle Dosis New York und Christmas haben. Und jetzt das Highlight, hatte ich gesagt, was super, super cool ist. Ab dieser Woche, also eigentlich ab, ja, ab,
seit dieser Woche bis zum 28., lasst mich nochmal schauen, bis zum 29. Dezember gibt es auf dem Times Square was richtig, richtig Tolles. Das heißt Wishing Wall, also so eine Wünsch-dir-was-Wand. Und da könnt ihr dann eure persönlichen Wünsche auf bunte Zettel schreiben und dann ranpinnen. Und was ist daran besonders? Aus diesen Zetteln werden alle gesammelt, daraus wird Konfetti gemacht und wenn dann der Ball Drop ist, zu Silvester direkt am Times Square, werden eure Wunschzettel sozusagen in Form von Konfetti mit dabei sein. Und ja, ich glaube, das macht man, damit sich der Wunsch auf jeden Fall erfüllt, den ihr da drauf schreibt. Also macht das auf jeden Fall, wenn ihr dort seid. Das ist die Wishing Wall am Times Square. Die ist immer geöffnet also ihr könnt dorthin ab früh um 11 bis abends 20 Uhr. Und das ist ja direkt auf dem Times Square zwischen der 45. und 46. Straße. Also wie ihr seht, auch diese Woche ist wieder richtig viel los. Habt eine richtig tolle Zeit. Genießt es. Genießt Weihnachten in vollen Zügen. Ihr könnt Sport mit kombinieren. Ihr könnt ganz tolle Laternensachen euch anschauen und die Weihnachtsmärkte genießen. Und geht unbedingt zur Wishing Wall. Ich finde, das ist richtig super, super cool. So wie ihr Lieben, wie immer, habt eine fantastische Zeit. Ich freue mich über einen Daumen hoch, ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr kennt das schon mit dem Abonnieren. Und ja, jetzt wünsche ich euch eine richtig, richtig tolle Woche. Genießt es und dann bis zum nächsten Video. Bis dann, euer Steffen von Love in New York.